Hallo, liebe Fans von YouTube. Wir haben Großartiges vor. Ein bisschen mehr Ernst täte rettete uns gut, denn wir kitten für meine 7 Tage, 7 Bilder Challenge eines meiner Bilder ab, die ich gewählt habe. Ich verrate euch nur so viel. Es ist ein Diamond Art Club Bild. Und jetzt geht's los. So, auch wenn Deutschland bereits aus der EM ausgeschieden ist, machen wir ernst, der Kaffee ist am Start und wir kitten ein Diamond Art Club Bild ab für meine Challenge. Es hat sagenumwogene 12 Farben bei einer Größe von, ich gucke mal auf Cam nach, ich verrate euch das Motiv, nämlich noch nicht, runde Steine in einer Größe von 71 x 56. Jetzt dürft ihr mal raten, um was für ein Bild es sich handelt. Vielleicht findet ihr ja auf der Website ein Kit mit 12 Farben. Anhand der Steine könnt ihr schon erkennen, dass es sich um älteres Kit handelt. Bei den runden Steinen aber pups egal. Es sind massig Steine vorhanden. Und ich schnibbel mir die jetzt mal auseinander. Und dann nehmen wir uns Farbe für Farbe vor. Es ist sehr viel Rot 666 drin. Hier ganze 4 Säcke. Zack. Und wir haben auch dazu noch sehr viel Schwarz, also ein Traum von Bild, nämlich ganze 6 Beutel Schwarz. Gut, dass ich diese Dose nehme, dann kann ich nämlich die kleinsten Dosen für die Tüten mit weniger Farbe nehmen und die größten Dosen für die dicken Säcke an Steinen. Wir haben auch dreimal fette Beutel mit so einem Rosa. Der 3727. Und ja, die schnibbel ich mir mal schon auseinander. So, die gelben schnibbel ich mir auch auseinander, weil ich muss sie ja sowieso öffnen. Ne? 2 fette Beutel AB 130 haben wir hier. Einen dicken Beutel mit irgendwelchen Staubflusen oder sowas. Ja, mit einem toten Tier in der 141. Oder einem Staubflusen könnte es auch sein. Schaut mal, da. Ich zoome mal rein, dann sieht man es besser. Da ist irgendwas Komisches in meinen Stein gestorben. Ist aber nicht verwunderlich. Es wird ja in China produziert, ne? Und da fliegt auch schon mal der ein oder andere Staubflusen oder das ein oder andere Viech irgendwie mit rum. Habe ich es jetzt noch nie gehabt. Im Gelb ist auch irgendwas drin, was da nicht reingehört. Aber lediglich nur ein Stein. Ja, fusseln wir aus, das Ding. Egal. So, jetzt schneide ich die ganzen. Ich zoome euch mal dafür wieder raus. Jetzt schneide ich mal die ganzen schwarzen Dinger. Das hier wird mein Freitagsvideo für euch. Das ist schon so langsam das Roundup zur Challenge. Und es ist ja schon ganz interessant, die Farben zu sehen. Wenn ihr wisst, um welches Bild es sich handelt, bitte keine Spoiler in die Kommentare. Es soll ja in meinem Challenge-Video noch eine Überraschung bleiben. Ja, wenn ihr es wisst, um welches Kit es handelt, könnt ihr ja gerne schreiben. Ich weiß, welches es ist und mal sehen in dem anderen Video, ob ich recht habe. Aber bitte nicht unter diesem Video spoilern. Wir wollen ja, dass die anderen noch überrascht sind, wenn ich meine 7 Bilder vorstelle. 2 der Bilder, die an der Challenge teilnehmen, sind bestimmt, sind schon im Kitting abgewiesen. Eins, weil ich schon ein Feld für ein Vorstellungsvideo angepaintet habe und eins, weil ich es eigentlich painten wollte, bevor ich meine Aufträge reinbekommen habe. Und ja, dann waren die Aufträge allerdings schneller. Und ja, dann kam es halt nicht mehr dazu. Ich werde mir die erste Farbe hier direkt schon auf so ein Döschen kleben. Dann kam es halt nicht mehr dazu, dass ich das Bild von Pigmondo, ein Mystery, deswegen ist es nicht so schlimm, ihr werdet erst in der Challenge sehen, inwiefern. So, ihr werdet erst in der Challenge sehen, inwiefern sich das Bild entwickelt. So, da bin ich mal gespannt, ob ich beide Tüten von der AB-Farbe in dieses Fächlein hier reinbekomme oder ob ich lieber ein großes genommen hätte. Ich habe ja eigentlich ziemlich viele von den großen
aber wusste jetzt nicht genau, ob die alle da reinpassen und was wie viel Farben hat. Und ich hätte vielleicht doch ein großes nehmen können. Ich gucke mal. Also. Zwei Beutel von den großen Dingern müsste ich doch da reinbekommen. Ich sammle meinen Müll auch immer schon hier oben und bringe den dann irgendwann mal gesondert runter. Ah, wird knapp, aber könnte funktionieren. Ansonsten fülle ich gleich einmal um. Die Diamond Art Club Sticker lassen sich ja eigentlich ganz gut abziehen. Ich mache die restlichen Steine, die in der Tüte hängen bleiben, immer auf den Tisch. Da ist es ein bisschen leichter, das mit den Fingern aufzuheben. So, ein Trick ist, weil hier ja so eine Lasche ist, eure Steine einfach ein bisschen nach hinten zu schütteln und dann kriegt ihr die Dose auch zu. Das ist Farbe Nummer 1. Ja, ich freue mich auf das Bild mit den wenigen Farben, denn, ach so, erstmal brauche ich die 141, da reicht ja ein etwas kleineres Fach, das hier. Obwohl, das kann ich für noch weniger Steine nehmen, ich nehme das. Ja, ich freue mich auf das Bild. Obwohl es wenige Farben hat, weil ich finde, dass das mal was anderes ist. So. Davon gibt es nämlich nur ein Tütchen, die mit dem Viech oder was auch immer das ist. Ich werde das jetzt eigentlich erstmal mit der Schere eliminieren und rausnehmen. Nicht, dass es noch lebt, dann schrei ich. Nein, es ist ein Flusen. Es ist kein Viech, es ist ein Staubflusen. Wir können alle wieder aufatmen. Schaut mal, dieses 141-Päckchen, das war einfach so voll gepackt, dass die Packung fast schon voll ist. Da ist jetzt nur noch ein grüner Stein drin, aber kein komischer Flusen aus der Fabrik. So, auch eliminiert. Dann kommen wir jetzt zum Schwarz. Kriegt auf jeden Fall ein großes Päckchen, die 327. Gucken, wo die ist. Das müsst ihr so ein. Da, die kriegt das ganz Kleine gleich. Ich glaube, beim Schwarz werde ich noch nicht alle Tüten einfüllen können. Ich meine, hier kriege ich drei, maximal vier von den Beuteln rein, weil die sehr voll sind. Ja, ich habe am Mittwoch, also für mich gestern, nee, für mich heute, heute ist Mittwoch, ein einstündiges Quassel-Video, ein Whip-n-Chat hochgeladen. Und bin mal gespannt, wie euch das gefällt. Denn wenn ihr dieses Video hier seht, habt ihr schon festgestellt, dass mein Whip-n-Chat sehr zerhackstückelt wurde. Denn ich habe 14 Minuten lang über ein Thema gesprochen, was ich mich letzten Endes wo ich mich letzten Endes doch dazu entschlossen habe, zu löschen. Und so gut es geht, aus den einzelnen Segmenten rauszuschneiden, denn ich habe immer mal wieder von dem Thema angefangen im Laufe meiner Sprechstunde, hätte ich fast gesagt, im Laufe, drei Beutel haben reingepasst, im Laufe meines Videos. Und ich fülle jetzt, glaube ich, die anderen drei, wenn es passt. Nee, passt natürlich nicht. Sonst hätte ich gesagt, würde ich die anderen drei halt auch noch reinfüllen, aber das lasse ich dann. Ich habe dann im Laufe meines Videos halt immer wieder von dem Thema angefangen und deswegen mich entschlossen, ich werde ein großes nehmen, dann ist da nicht so eine Riesenlücke, das dann aus jedem Segment so gut es geht rauszulöschen. Das heißt, ihr werdet manchmal Dinge hören, die aus dem Zusammenhang gerissen sind und die ihr vielleicht dann gar nicht auf Anhieb versteht. Und ja. Trotzdem ist dieses Whip-n-Chat ganz gut geworden und wir haben ein bisschen was an Butter geschafft. Und wenn ihr es noch nicht gesehen habt und wissen wollt, wovon ich hier gerade rede, dann schaut gerne mal ein Video zurück auf den Mittwoch in meinem Kanal und dann könnt ihr sehen, wovon ich spreche in dem Moment. Ja, schwieriges Thema zum Thema KI und generell irgendwelche Behauptungen, die aufgestellt wurden auf dem alten Arbeitsplatz und auch ganz aktuell. Es ist halt auf TikTok, auf Facebook, in den Diamond Painting Gruppen vor allem super viel los. Es sind ganz viele unzufrieden. Es wird sehr viel gemeckert. Es wird sehr viel Blödsinn verzapft. Es wird versucht, sich irgendwie zu profilieren und sich von anderen abzuheben. Ganz besonders durch KI. Und das ist so ein Thema, was ich dann in der meiner letzten Whip-in-Chat vom Mittwoch, was heute online kommt quasi,
angeschnitten habe und ja, jetzt nehme ich mir die große Dose wieder, weil es kommen vier Tüten 666. Und da war ich halt ein bisschen unzufrieden, nicht so happy mit, ne, was da alles so gesagt worden ist. Generell, also gar nicht mal nur auf mich bezogen, sondern was so generell gerade abgeht, ne, mit den ganzen Creatoren, Diamond Paintern, KI-Creatoren, mit den ganzen Shops, die aus den Erdböden sprießen und ja. Dann kommt ja noch dazu, dass sich irgendwie mein YouTube-Kanal so ein bisschen mit Facebook halt vermischt und dass ich da am Überlegen bin, das dann etwas eindeutiger zu trennen, weil ich sowieso nicht mehr auf Facebook aktiv bin. Und da ist halt die Überlegung, ob ich mein altes Profil deaktiviere, pausiere und mir ein neues eröffne, was ich dann nutzen kann, um mich mit YouTube zu connecten, ne? Einfach weil mein Kanal dank euch ja so ein bisschen gewachsen ist und ich das Ganze etwas klarer trennen möchte und dann wirklich einen Account nutzen möchte, den ich auch in Verwendung habe. So, 740 und danach kommt die 803. Ja, gucken, ob ich noch zwei von den größeren da unterbekomme. Ja, hervorragend, dann nehmen wir die doch. Gekauft. Die 740 ist auch eine Farbe, die ich super gerne mag. Guck mal, wie cool die in der Kamera rüberkommt. Also das wird ein sehr schnelles Kitting-up, habe ich das Gefühl. Das geht auch sehr schnell mit den Stickern und den Dosen hier. Vor allen Dingen bei 12 Farben, weil man ja mehrere Tüten nur in eine Büchse schütten muss. Dann geht das relativ fix. Deswegen dachte ich, wäre das Kitting-up doch super für unser Video heute. Und ihr seht auch schon mal, mit was ich dann arbeite. Und das alles auf einem 51 mal 76 cm großen Bild. Das heißt, es wird der Color Blocking Heaven sozusagen. Also ich stehe gar nicht so doll auf Color Blocking, ist vor allem auch ein bisschen schwierig mit runden Steinen. Ne? Die wollen ja dann oft, das muss auch noch ein alter Druck von Diamond Art Club sein, so ein Negativdruck mit den Hilfskreisen, mit den dicken. Aber ist jetzt kein Drama, also ist nicht ganz so schlimm. Die 928 ist ein mittelgroßes Feld, kriegt also auch das Büchschen hier. So, und dann gucke ich mal, dann brauche ich ja ein großes Büchschen. Ich versuche das vorher immer schon so ein bisschen abzukitten. Das, dann ein großes Büchschen. Und dann brauche ich ein kleines. Versuchen wir mal, wie das wird. Ein kleines. Und dann bräuchte ich rein theoretisch nur noch. Die Farbe ist ja über. Zeige ich euch nachher, was ich nicht abfüllen konnte. Nur noch ein kleines dafür. Das heißt, wir können eigentlich die kleine Dose weglassen, die hier mit unterbringen und hier zwei große reinmachen. So. So sieht das Ganze dann aus. Ich mag das nicht, wenn zu viel Platz hier drin ist und das so rutscht. Dann nehme ich lieber auch für so wenig Steine eine große Dose, als dass ich eine kleine dazwischen stopfe und die ganzen Reihen halt hin und her rücke. Und hier seht ihr dann, dass ich 12 Dosen gebraucht habe. Natürlich könnte ich jetzt die Tüte auch noch in eine kleine Dose füllen und hier mit reinstecken und so weiter und so fort. Aber ich fülle dann lieber die Boxen, die ich habe, auf, bevor ich noch mehr Sticker machen muss. Und ja. Hier fülle ich dann gleich die 928 rein. Hier kommt die 3727 dann rein. So, dann kümmern wir uns erstmal um die. Bei den Dosen ist der Vorteil, die kann ich euch mal unten drunter auch verlinken. Ihr könnt den Deckel, wenn ihr wollt, also das ist relativ neu, den Deckel hatte ich noch nie ab, auch komplett abnehmen. So, dann könnt ihr euch, also ich habe den einfach nur abgezogen, ne? Dann könnt ihr euch die Dose so hinstellen und dann eure Steine ganz bequem da reinschütten. Ich stopfe auch manchmal die Tüte einfach komplett rein, mache dann so, krieg alle Steine raus und fertig ist das, selbst wenn die mal ein bisschen an der Tüte kleben. Aber diese runden Steine, die sind zum Glück null statisch. Es kann auch sein, dass die noch aus Acryl waren damals bei Diamond Art Club. Wobei ich kein Loch sehe und die glänzen wie verrückt. Also es könnten tatsächlich schon Hartsteine gewesen sein.
Noch besser können wir das bei so einer großen, wo viele Steine drin sind, kontrollieren. Darf natürlich nicht. Seht ihr das? Da sind nur Löcher hinten in im Rücken drin von den Steinen. Und deswegen sind das definitiv Hartsteine. War aber meines Wissens nach bei Diamond Art Club schon immer so, dass es Hartsteine gegeben hat. So, jetzt haben wir hier die große Dose. Auch da mache ich einfach mal den Deckel wieder komplett ab, durchziehen. Dann kann ich nämlich die drei Tüten, die da rein müssen, wunderbar einfüllen. Ich schneide die oben immer komplett auf und schütte die einfach so rein. Den Rest der Tüte stopfe ich immer komplett da rein, weil manche Steine ja am Rand ganz gern hängen bleiben. Wunderschönes Rosa übrigens. Es ist von den Farben her, würde ich sagen, ein Pop-Art-Gemälde. Deswegen hat es mir so gut gefallen. Ich wurde zwar belächelt, weil ich mir das damals ausgesucht habe, aber es war reduziert und ging aus dem Programm. Und ich fand es irgendwie romantisch, das Bild. Und dann halt noch diese Pop-Up-Farben dazu. Und ich überlege dann auch, das jemandem zu schenken, der so eine Küche hat, wo es gut reinpasst. Mit so ein paar karibischen Farben, deiner Farben und so. Und ja, das ist jetzt die Farbe Nummer 10. Da sind wir fast durch. Zwei Farben noch. Und ihr habt hier auf der Legende mal so ganz viele weiße Sticker übrig. Die könnt ihr euch gut aufheben, wenn ihr euch jetzt wirklich überlegt hättet, für die Schwarz noch einen zweiten großen Container anzulegen. Dann könnt ihr das machen. Und dann schreibt ihr einfach auf so einen weißen Sticker die Farbnummer 310 drauf. Ich habe dafür auch so einen Folienschreiber, damit ginge das recht gut. Ich habe aber überlegt, die Steine wirklich aus dem Container rauszulassen. Und die gleich so in die Box zu legen. Dafür nehme ich dann einen der Container raus. Nein, du bist nicht dran, du bist dran. Muss mich ein bisschen konzentrieren. Also das habe ich schon öfters festgestellt, dass ich beim Kitting Up ein bisschen Probleme habe, mich zu konzentrieren, wenn ich zeitgleich ein Video drehe. Dazu habe ich heute Morgen auch noch einige Gespräche gehabt und E-Mails geschrieben und ja, gefühlt war jeder online heute Morgen und dann hat man noch so ein paar Unterhaltungen geführt. Dann bin ich am Organisieren, weil ich nachher wieder zum Nachtdienst muss. Und das ganze Wochenende darauf zum Frühdienst, da gehen 24 Stunden drauf. Das heißt, am Wochenende habe ich literally Zeit für gar nichts, obwohl ich da dann auch noch ein Video drehen möchte. Das überlege ich aber Freitag zu machen, damit das fürs Wochenende schon fertig ist. So, das war schon fast das komplette Kitting Up. Hier sieht man, jetzt haben wir sehr viel Platz in den Dosen. Ist mir aber egal. Ich mag es lieber, dass es so ein bisschen einheitlich liegt, als dass es hin und her rutscht. Und jetzt werde ich mir einfach hier aus der Mitte mal Dosen rausnehmen und da einfach die restlichen Tüten unterbringen. Genauso mache ich das hier und dann bringe ich da die Tüten über. Diese Döschen stelle ich mir einfach auf den Schreibtisch, die kommen nicht weg. Sobald ich eins wieder downkitte, kann ich die ja zurückpacken. So, und dann lege ich natürlich später noch das Bild damit rein. Ich werde euch aber noch nicht zeigen, welches das ist. Dann haben wir hier das komplett fertige Kitting Up von dem Bild, was ich in meiner Challenge legen werde. Ich sage euch noch nicht wann, also an welchem Wochentag. Aber es könnte sein, dass das das erste Bild ist, was dran ist. Ich bin mir aber gerade, nee, ich glaube, Josie ist die erste. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Also das ist auf jeden Fall eines der 7 Bilder. Neben dem Mystery von Pigmondo wisst ihr noch nicht, welches es ist. Eins kann ich euch noch spoilern, das wird die Numixi von Deapop sein. Die nimmt auch, weil erst ein Kästchen fertig gepaintet ist, noch an der Challenge teil. Das fertige Kästchen werdet ihr dann nochmal genauer im Video sehen, auch das Kitting Up mit der Box. So, das Bild ist fertig abgekittet, das heißt, das geht mit an den Start. Für mich werde ich nach dem Video den Flyer noch umdrehen, damit ich weiß, welches Bild hier drin ist. Das sind die Steine, 12 Farben, richtig hübsch, wie ich finde. Runde Steine, Diamond Art Club, 51 x 51 x 76 cm. Ja, ich hoffe, euch hat das kleine Kitting Up gefallen. Ich habe jetzt noch was zu tun und zwar muss ich für ein Bild eine der 30 Slop-Dosen leer machen. Das ist diese hier und die habe ich schon leer. Das sieht so aus, die Dosen. Das ist eine der ersten Dosen, wo ich mir draus gepaintet habe. Die gibt es für nicht mal 10 € das Stück im Dreierpack bei Amazon. Ich glaube, mittlerweile kostet eine nur noch 7 € davon. Ihr habt genau wie bei den Koffern halt diese runden Döschen drin.
benutze ich immer noch relativ häufig diese Boxen. Finde ich super gut auch zum Mitnehmen. Und wenn ich diese hier vom Fuchs noch leer mache, der ist ja fertig, wie ihr wisst, dann habe ich 60 Dosen zum Painten. Werde mir das wahrscheinlich dann auch umlabeln oder einfach die Sticker aus dem Kit draufkleben. Und dann kann ich es von 1 bis 60 durchnummerieren, falls das Kit keine Sticker hat. Ja, dann habe ich die auch frei zum Painten. Und ja, fülle die um. Ich kann euch ja mal an einem kurzen Beispiel zeigen, wie ich es mache. Also ich habe hier so Druckverschlussbeutel und dazu passende Karteikarten von Herlitz. Die kann man auch genau wie alles andere bei Amazon kaufen. Man kriegt die aber auch, wenn man sich die Boxen zum Steinchen wegpacken kauft. Kriegt man die auch im Komplettset im Shop von Craft and Wedding. Ja, dann habe ich hier diese Sticker-Label, die auch schon fertig sind für runde Steine. Dann kann ich nämlich da drauf hier unten ankreuzen, welcher Hersteller das ist. Das ist in diesem Fall TSS, also Tini Schnickschnack. Und dann die Farbe 995. Und es sind, meine ich, ja, es sind Acrylsteine, aber wunderbare Acrylsteine, die waren perfekt. Also die hatten eine Top-Qualität und die glänzen auch wie verrückt. Runde Steine in Acryl, ich werde die jetzt aufschneiden und einfüllen. Runde Steine in Acryl, überhaupt gar kein Problem, also null Problemo, wirklich. Ist schon immer so gewesen, in vielen Firmen halt nicht. Die haben von Anfang an alles in Harz gehabt. Aber wenn du gute Acrylsteine in Rund hast, so sieht das Ganze dann aufgefüllt aus. Und das müsste dann hier die Farbe 15 sein. Die packe ich dann gleich mit da rein. So. Und schon habe ich eine Farbe von 30 weggepackt. Ne? Sieht richtig cool aus. Und so stelle ich das in meine Steinchen-Sortierboxen. Die findet ihr auch auf meinem Kanal, wenn ihr euch umgucken möchtet. So geht das dann mit den Sachen weiter. Aber das ist etwas, so Kitting Downs, was ich gerne in der Spätschicht oder auch manchmal in der Frühschicht auf der Arbeit mache. Deswegen mache ich das jetzt nicht im Video. Ich wollte es euch nur mal kurz zeigen. Und dann habe ich die 60er Slotbox hier oder die zwei 30er Slotboxen wieder frei für ein nächstes Projekt für die Challenge, weil ja gefragt worden ist, wie ich 7 Bilder auf einmal abkitte. Ja, mit meinen ganzen alten und neuen Systemen halt, ne? Ich habe von Tic-Tac-Dosen bis zu diesem System, das ist eins meiner ersten Systeme, mit dem ich gearbeitet habe, habe ich halt alles da, mache ich mir dann leer und benutze ich weiter, ne? Tu die Legende da erstmal wieder mit rein. Ja, und dann habe ich hier noch 60 Plätze, die dann halt locker für ein anderes Projekt noch reichen. Und hier der Restekoffer, das ist nämlich Rudis Resterampe hier in dem Koffer, hat auch super für mein 12-Farben-Bild dann halt noch gereicht. Ne? Die Challenge wird sehr interessant werden, denke ich mal. Für mich auf jeden Fall. Wie es für euch ist, werden wir dann sehen. Und ja, dann würde ich mal sagen, nach diesem Video, was für Freitag ist, sehen wir uns am Sonntag zu einer Diamond Painting Sprechstunde zum Thema alte und neue Steine, Acryl- und Harzsteine. Und irgendwas wollte ich noch einbauen. Das sehen wir dann. Sehen wir uns wieder. Es wird ein Überkopf-Video, ein Zeigevideo. Und ja, dann würde ich mal sagen, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Werdet gerne kostenloser Abonnent meines Kanals. Ich würde mich richtig darüber freuen. Nehmt das Leben nicht so ernst. Da zeige ich es euch. Und dann würde ich mal sagen, ciao, bis zum nächsten Mal.